das ist Amanda, Chantal und Eda. Wir sind vom Schulhaus Lötschenbach und machen ein Projekt. Wir befinden uns gerade an der Haltestelle Sternen-Oerlikon und Amanda wird euch genau erklären, um was es geht. Also, wir machen vom Projektunterricht einen Film und mit dem Film wollen wir bezwecken, dass alle Leute von dieser Welt sich mehr um Klimaerwärmung kümmern. Hallo, mein Name ist Nimrod. Wie Sie hier sehen, sind wir gerade am Bahnhof Oerlikon am Leute interviewen über globale Erwärmung. Und ja, wie Sie sehen, jetzt da sehr viele Leute. Wir haben jetzt auch sehr viel interviewt oder werden auch viel interviewen und hoffen auf viele Antworten. Wir haben ein paar Fragen an Sie, und zwar, ob Sie etwas für Klimaerwärmung selber machen. Ja, ich muss leider gestehen, nichts. Ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, bin mit dem Velo unterwegs, ich tue den Abfall sortieren zum Beispiel. Heizung tun wir auch noch ein bisschen sparen, dass wenig mehr brauchen, und Strom. Also dagegen tue ich Velo fahren zum Beispiel und nicht Auto fahren. Okay. Und sonst noch? Mache ich auch, ja, sehr passioniert tue ich Müll trennen, genau. Was mache ich sonst noch? Das Licht ablöschen, wenn ich es nicht brauche. Okay. Ja, ich glaube, das wäre alles. Okay. Ich bin noch WWF-Mitglied. Ah, okay, super. Ich schaue im Alltag, also ich habe so Papiersäcke, habe keine Plastiksäcke. Alltag beim Waschen, nicht zu viel waschen, Wasser sparen und so weiter. Ja. Das ist schwierig, also sicher ÖV fahren, man hat kein Auto. Und probieren möglichst wenig Licht zu brauchen und Strom zu brauchen. Aber es ist ja so, dass es überhaupt nicht reicht. Das wissen wir. Ich tue den Müll trennen. Ja, zum Beispiel. Ich fahre Zug. Ja, ich fahre Zug. Ich kann es gehen. Voll. Ja, also ich bin einfach umweltbewusst, sagen wir es mal so. Ich versuche nicht mega viel, aber klar, ich bin eigentlich ÖV-Fahrerin. Und ja. Was? ÖV? ÖV? Weißt du das Ö? Ja, keine Ahnung. Einfach sonst umweltbewusst sein. Jetzt nicht direkt globale Erwärmung, sondern halt einfach Abfall schauen, dass man jetzt irgendwie trennt, Glas, ja. Dosen etc. Einfach so ein bisschen so und Stromsparlampen. Okay. Also schon nicht extrem, aber ja. Und Sie? Ja, bei mir etwa gleich. Also vor allem finde ich Recycling sehr wichtig. Also ich reg mich jedes Mal auf, wenn es keine Alusammlung hat. Ja. Und Strom sparen, also das sicher, spart ein bisschen Geld. Und halt ein bisschen weniger mit dem Auto unterwegs sein, einmal mit dem Velo oder zu Fuß gehen, ÖV, das sowieso. Es kommt eh besser und wenn man zu spät kommt, hat man eine Ausrede. Ich habe kein Auto. Ja, das ist gut. Aber ich habe kein Geld für ein Auto. Aha, okay. Ja. Öffentlichen Verkehr nutzen? Oder? Ja, eben, ich fahre nur mit dem Zug fahren. Ja. Ich lebe allgemein sparsam, bin Student. Von dem her kann ich gar nicht so viel CO2 ausstoßen. Ja. Auch ein Auto. Ja, das geht ja. Ah, ja, voilà. Das so. Voilà, das ist mein Auto. Ah, super. Nein, noch das Mobility. Ah, okay. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ja, ja. Ich schaue auch, dass ich, wenn ich etwas im Laden kaufe, das Schweizer Produkt. Hey Eda, was denkst du eigentlich zu der Klimaerwärmung? Ja, ich finde es nicht mega toll. Wir haben so in der Schule, so im Unterricht, haben wir ein bisschen gelernt, was so alles passiert mit den Strahlen von der Sonne. Und ich finde das gar nicht cool, weil es ist mega krass, wie schnell die Welt sich eigentlich, so wie zu sagen, erwärmt hat. Und was meinst du eigentlich, Chantal, zu dieser globalen Erwärmung? Ich glaube einfach, dass es schon fast spät ist, dass Menschen gar nicht realisieren, was man eigentlich alles hätte machen können. Und dass es einfach die meisten Naturkatastrophen werden einfach eine Woche in den Medien gezeigt und nachher ist es einfach wieder Ruhe um das ganze Zeug. Und man sollte einfach die Augen nicht verschliessen vor dem wahren Thema. Und was würdest du eigentlich... Du kannst ja jetzt als Kind nicht mega viel machen, aber könntest du dir vorstellen, wenn du erwachsen bist, dass du irgendwie eine Organisation würdest haben oder was würdest du machen? Ich würde glaube, also ganz sicher meine Umwelt von den Freunden und auch von den einfach in der Arbeit würde ich wahrscheinlich versuchen, darüber zu reden, Aufmerksamkeit zu erregen durch das. Und auch wenn ich dann später vielleicht mal Kind bekomme, dass auch die wissen, um was es geht, dass es nicht für ihre Enkel dann mal zu spät ist. Was meint ihr, wer verursacht globale Erwärmung? Vor allem Menschheit oder auch? Tier oder so. Tier? Ja, man sagt ja viel, dass die Kühe, dass die Kühe da zu viel furzen, oder? Ja, munkelt man. Man munkelt. Ja, okay. Ich,
Ja, eine Frage ist ja, gibt es überhaupt die globale Erwärmung? Ja, das genau, ist ja auch ein bisschen die Frage. Aber wer sie verursacht? Ich denke, sie auch ein bisschen schuld. Ja, denke dir, es gibt globale Erwärmung. Ich möchte es nicht sagen, es gibt es nicht. Ich finde, man muss es sehr ernst nehmen. Ich finde, man sollte einfach nicht zu viel Panik darüber machen, sondern eine seriöse Wissenschaft betreiben. Okay. Was mich stört, ist, wenn es einen riesen Bericht gibt und wenn es nachher heisst, im Nachhinein wieder, ja nein, das hat trotzdem nicht gestimmt und das war übertrieben. Ja. Aber man muss es ernst nehmen und ob es gibt, was meinst du? Ja, es ist ein bisschen zu hoch gespielt, würde ich mal sagen. Okay. Man muss mehr. Wir gehen sicher die richtige Richtung mit erneuerbaren Energien. Also. Okay. Aber ja, etwas machen müssen wir. Wir sind gerade da vor unserem schönen Schulhaus, wo unser Team in die Schule geht. Unser Leutschenbach. Und zwar ist das schöne Gebäude, Schulhaus, sehr ökologisch, nennt man das. Und zwar hat es auf dem Dach Solarienzellen, wo die Sonne drauf scheint und wir Energie durch das bekommen. Und das ist mega cool, weil wir in dem sozusagen Strom sparen tun und so auch Strom tun, für unser Schulhaus bezwecken. Wir sind hier gerade auf dem Schulhaus Leutschenbach, wie Sie hier sehen, der Wald, nicht gerade der schönste. Das liegt hauptsächlich am Winter, aber natürlich auch wegen der globalen Erwärmung, weil Pflanzen und so sich nicht richtig festpflanzen können. Aber wie Sie hier sehen, haben wir hier eine riesige Baustelle und ja, die ist jetzt auf Vollbetrieb. Und ja, das stört auch. Ich meine, das sind alles Maschinen, die nicht mit Batterie betrieben werden, sondern auch mit Benzin wahrscheinlich. Und das sind auch CO2-Auslöser. Und ich würde mal sagen, wenn es so weitergeht, so viele Bäume abgefällt werden und so viele Maschinen gebraucht werden, die CO2 ausstößen, dann wird die globale Erwärmung recht schlimm werden. Aber ja, wir machen mal das Beste daraus. Heute zusammen, was findet ihr zu der globalen Erwärmung? Was ist das überhaupt? Ich finde es nicht gut, weil ich möchte, wenn ich so nach 60 Jahren möchte ich auch noch so, schöne Bäume haben und schöne Landschaft und nicht einfach, dass alles mit dem CO2 voll ist. Broschüren machen ihr auch Klimaerwärmung. Genau, da auf der Rückseite. Und um was geht es bei euch? Das zeigt einfach so den Unterschied an mit den Gletschern, wie es eigentlich zurückgegangen ist, die Überschwemmungen und alles so Katastrophen. Was entstanden ist wegen der Klimaerwärmung und dann noch so Darstellung einfach. Und was würdet ihr, wenn ihr jetzt ein grösser, also wenn ihr zum Beispiel ein König werdet oder so, was würdet ihr verändern, wenn ihr könntet? umweltfreundliche Sachen machen, zum Beispiel Solarzellen oder so und so erneuerbare Energien. Und meine Fernseher immer auf Standby-Schalter. Was würden Sie denn, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein höherer König oder so wären, was würden Sie machen, was würden Sie verändern an der ganzen Regierung oder also an der... Das ist eine gute Frage. Ja, viel verändern kann man eigentlich nicht, weil die Leute sind so, wie sie sind. Und ich denke, man kann nur immer ermahnen, dass man... eben auf den ÖV sollte umsteigen oder einfach, dass man ein bisschen sparsamer sollte sein mit der ganzen Geschichte. Ich denke auch die Autoindustrie spielt eine große Rolle, oder? Oder überhaupt die Elektrofahrzeuge und so. Ich denke, das ist auch für die Ölindustrie oder so auch, die beeinflussen das ja alles mit, denke ich. Das ist der Treibhauseffekt, den ich euch jetzt wieder erkläre. Das ist die Erde und das ist die Sonne. Die Sonne strahlt auf unsere Erde und die meisten prallen an der Erde ab und gehen wieder aus der Atmosphäre raus. Ein paar bleiben aber an der Wolke oder an Spurengas hängen und so schickt man sie wieder zurück zu der Erde. Daher erwärmt sich die Erde. Wenn das nicht passieren würde, wäre unsere Erde minus 18 Grad und das überall. Da wir immer mehr CO2 produzieren,
wird der Prozess immer wieder verstärkt. Darum wird es eigentlich im Sommer auch immer heißer und im Winter immer kälter. Also unternehmt etwas. Grüezi Frau Holzer. Wir haben ein paar Fragen an Sie zu der Klimaerwärmung. Also, die erste Frage ist, was meinen Sie zu der Klimaerwärmung? Also ich denke, Klimaerwärmung, die gibt es. Es gibt ja Leute, die sagen, die gibt es nicht. Und ich denke, die gibt es. Ich denke auch, ein grosser Teil ist von den Menschen verursacht. Und darum bin ich auch der Meinung, dass jetzt Menschen auch wirklich langsam etwas unternehmen sollten, um sie mindestens aufzuhalten. Okay, und tun Sie selber auch etwas dagegen, dafür machen? Ich trenne den Abfall. Ich gehe zu Fuß oder mit dem Velo in die Schule. Ich muss aber zugeben, ich habe gleich noch ein Auto. Ich kann nicht ganz auf mein Auto verzichten. In der Stadt benutze ich aber sicher ÖV. Und ich mache mit meiner Klasse, sind wir jetzt gerade an Klimaprojekt dran, dass auch sie sensibilisiert sind auf das Thema und das auch weitergehen. Grüezi Frau Kastberg. Ich hätte jetzt eigentlich nur zwei Fragen zu Sie zu der Klimaerwärmung. Erstens mal, was halten Sie dazu? Ich finde, Klimaerwärmung ist ein Problem, das uns alle angeht, wo die ganze Welt zusammenarbeiten muss und wo sich niemand davon drücken kann, weil es die ganze Erde betrifft. Okay, und machen Sie eigentlich auch etwas für die Klimaerwärmung? Ja, also ich tue zum Beispiel immer alle elektrischen Geräte abschalten, wenn ich sie nicht brauche. Ich habe auch kein eigenes Auto, sondern ich tue nur dann eins auslehnen, wenn ich es wirklich brauche und fahre sonst vor allem ÖV. Okay, das ist etwas Gutes. Danke vielmals. Hallo, wir sind hier gerade an der Kehrichtsverbrennung in Zürich. Wie Sie hier sehen, steigt sehr viel Dampf, Wasserdampf aus dem Turm. Das ist auch der Kühlturm. Und ja, in dieser Fabrik, sage ich mal, werden Sachen recycelt. Vor allem die, die zum Beispiel Möbelstücke oder ja, einfach Sachen, die man eigentlich nicht mehr braucht, die man zum Recycling hergibt. Und ich finde das eigentlich super, weil es gibt viele Leute, die denken nicht an Recycling, weil ja jetzt die globale Erwärmung sehr aktuell ist. Und ja, so Sachen helfen uns einfach ein Stück weiterzukommen, um die globale Erwärmung einfach zu bezwingen. Und ja, wie Sie da sehen, ist da eigentlich alles so recycle-mässig, weil schauen Sie, ich stand da gerade auf Glasscherben, die einfach so als wie Sand benutzt werden. Und das ist auch sehr kreativ, wie auch umweltfreundlich. Was meinen Sie so Ihre eigene Meinung zur globalen Erwärmung? Wie finden Sie das? Nicht gut. Und was finden Sie, was könnte man dagegen machen? Weniger Fleisch essen. Okay. Sind Sie Vegetarierin? Nein. Okay. Und ja, denken Sie, globale Erwärmung entsteht nur durch uns? Oder sind nur Menschen schuld? Oder? Mehrheitlich. Nein, wahrscheinlich nicht nur. Vielleicht noch ein paar Mars-Menschen, aber okay. Nein. Ja, es ist schlecht, oder? Schlecht. Ja, ganz wichtig, die Zukunft vor allem, wie es aussieht. Aber ich denke, dass auch die Mitmenschen mehr informiert werden sollten. Okay. Weil ich persönlich selber weiss auch nicht viel davon. Okay. Das ist sicher ein grosses Problem. Ich denke, wir müssen auch etwas dagegen machen. Ja, denke ich auch. Also der ganze CO2-Ausstoß heutzutage müsste man auch reduzieren. Ja, klar ist sicher, dass es immer problematischer wird. Weil die Gletscher schmelzen und es wird immer wärmer. Also die Sommer werden immer wärmer, die Winter werden immer kälter. Überschwemmungen und ja, also es ist halt schon ein problematisches Thema, wo halt die Leute auch ein bisschen mehr darauf achten, vor allem die Amis. Ja. Ja. Ja, also ich bin da schon der gleichen Meinung. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, das man nicht ignorieren darf. Also es ist nicht irgendwie eine Fantasie, ich glaube, es gibt es schon. Und eben, wie gesagt, man muss die Leute mehr darauf aufmerksam machen, weil es gibt wirklich irgendwelche, also es gibt Auswirkungen, die man sieht. Ich denke, primär, dass es Realität ist, die man nicht wirklich anwenden kann, wenn man nicht politisch viel verändert. Und Sie? Dass es echt schlimm ist und dass bis jetzt noch nicht viel ist gemacht worden. Das macht mir sehr grosse Sorgen. Und gerade wenn ich so an die Zukunft denke, von den zukünftigen Generationen, finde ich, nein, ja. Also macht mir grosse Angst, ja.